战速决。你的命运已成为我掌间之司。长枪磨料。Sie würde ich auch gern hochleveln. Sie ist eigentlich nämlich wirklich sehr nützlich. Und ich finde sie cool. Das kommt noch dazu. Level 50 erst. Da müsste man aber mal ein bisschen was machen. Hey Kater, was ist denn los da hinten? Kleiner Puschelkater. Wenn Kryo mit Hydro. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, immer wieder kurz die Sprinttaste im richtigen Rhythmus drücken, ist schneller und energiesparender als einfach nur normal sprinten. Ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Wisst ihr was, dann machen wir jetzt das Experiment. So viel Zeit muss sein. Das Experiment. Ich gehe jetzt bis ganz nach hinten und sprint ganz normal Richtung Schlüssel. Und dann schauen wir, wie weit ich... Na, aber Zeit müssten wir auch stoppen. Haben wir einen Timer? Können wir Zeit stoppen? Ich mache einen Timer auf. Den könnt... Ah, oh Gott, das wollte ich nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Ich dachte, da wäre eine unsichtbare Wand aus irgendeinem Grund. Damn it. Oh nein. Und ich habe Venti nicht im Team. Super. So viel zu diesem Experiment. Ich erkläre es für einen, zu einem vollen Erfolg. Okay. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Fangen wir da an, wo es... Aber wir haben keine Stoppuhr. Ohne Stoppuhr macht das keinen Sinn. Gibt es eine Stoppuhr? Ich schau mal kurz, ob es hier eine Stoppuhr gibt. Also direkt hier in Streamlabs. Das wäre gut. Clock. Oder so. Ich befürchte nicht. Was ist denn sofortige Wiederholung? Spielt automatisch ihren zuletzt aufgenommenen... Ach, mein letzter Stream wird dann quasi, wenn ich aufhöre zu streamen, sofort wiederholt. Das ist auch gar nicht blöd, aber ich bin wegen was anderem hier. Das Spendenglas. Nee, okay, dann lassen wir das. Ist ja wurscht. Aber ich bin mir fast sicher. Okay, versuchen wir... Doch... Okay, ich mache jetzt hier eine Stoppuhr auf. Ich versuche es jetzt mal. Achtung, wartet mal. Okay, die sieht die jetzt nicht. Aber ich versuche, möglichst gleichzeitig auf Start zu drücken und zu sprinten. Und los! Oh, das hat gut funktioniert. Stopp. Reset. Ich habe mit dem, witzigerweise, mit dem falschen Stick nach vorne gelenkt. Mit dem Kamerastick. Ah, das ist gar nicht so leicht, hier gleichzeitig das alles zu machen. Okay, versuchen wir es nochmal. Ah, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ah, shit. Okay, doch, ich weiß es. Und los. Ja, am Anfang ein bisschen Haken schlagen, aber okay. Okay, die Ausdauerleihe ist leer und jetzt, so ziemlich genau bei 14 Sekunden, haben wir den Schlüssel erreicht mit einer leeren Leiste. Und jetzt versuche ich die Sprinttechnik. Das wird jetzt noch schwieriger, 14 Sekunden so ziemlich. Das wird jetzt noch schwieriger, das zu timen richtig, aber versuchen wir es. Und los. Mist, das hat gar nicht hingehauen jetzt. Da muss das Timing halt stimmen. Da habe ich jetzt am Anfang ein bisschen... bin ich ins Stolpern gekommen. Trotzdem, schaffen wir es in 11 Sekunden, obwohl ich kurz gestolpert bin und es ist noch Ausdauerleiste übrig. Also immer wieder kurz dashen ist offensichtlich
So viel besser. Wir haben das jetzt, finde ich, höchst wissenschaftlich hier untersucht. Da gibt es eigentlich keinerlei Zweifel. Nein, aber das Ergebnis ist wirklich so deutlich, dass ich mir jetzt wirklich ziemlich sicher bin, dass das ein deutlicher Unterschied ist. Ich meine, unsere Messmethoden waren vielleicht nicht super jetzt hier geeicht und zuverlässig, aber das war so ein deutlicher Unterschied, das ist schon krass. Okay, genug davon. Dashen rockt, das wissen wir jetzt. Jetzt müssen wir Leute hauen. Schleims vor allem. Autsch. Oh, Barbara ist gerade gar nicht so geeignet. Mein Gott. Irgendwie geht hier gerade gar nichts voran so richtig. Der Kampf kommt nicht so richtig in Schwung gerade. Super Combo. Oh, tot. Dammit. Sanna, endlich. Auf die Fähigkeit warte ich schon die ganze Zeit. Können wir jetzt bitte die kaputt machen? Und der Kampf ist so frustrierend gerade. Oh Gott. Ich hasse euch. Kann jetzt bitte die zweite Truppe kommen? Aha, da haben wir einen Eismagier. Habe ich mir schon gedacht. Was, nicht schon wieder? Was ist denn los mit Fischl? Crazy. Was ist denn los hier? Ah, keine Ausdauer mehr. Mist. Okay. Kriegen wir schon noch hin, aber diese random Eiszapfen sind echt nervig in der Mission. Ich sollte mir manchmal vielleicht doch am Anfang durchlesen, was die Bedingungen in den Kämpfen sind. Aber das ist so langweilig. Ich will lieber welche kaputt hauen, nichts lesen. Na dann. Hauptsache, es hat noch geklappt. Und wir haben super gut festgestellt, dass das Dashen gut ist. Ein voller Erfolg.
Zombies, Apolloni. Braucht Hirn. Am besten mein eigenes. Ich brauche vor allem, glaube ich, Schlaf. Oder Koffein. Das nächstbeste. Ich glaube, das nächstbeste wäre irgendwie so Speed oder sowas. Aber habe ich jetzt nicht, blöderweise. Abraxe, danke schön für die Aufputschbits. So, cool. Haben wir es geschafft. Haben wir noch unser Daily-Missionsziel erfüllt. Das ist wirklich ein bisschen gemein. Oh, nice. Was Gemeines sage ich euch gleich. Aber was cool ist, dass ich jetzt auch mein Monatsziel an verbrauchtem Original Raisin erreicht habe. Jetzt müsste ich diesen Monat nur noch den Spiral Abyss Challenge 8.3 schaffen. Und das ist Hardcore. Aber mal schauen. Aber cool. Das sind nämlich 2 Instant Level. Das heißt, wir können jetzt ganz viel Belohnungen abholen. Geld, Aufwertmaterial für Charaktere und Aufwertmaterial für Waffen. Und noch 2 Stufen, dann kriege ich wieder so Loot-Box-Kapseln. Da hinten gibt es nochmal eine Lootbox-Kapsel und ganz viel Primo-Gems. Im Grunde Primo-Gems im Wert von wie viel Lootboxen? 5 oder so wahrscheinlich. Cool, cool. Oder so. Aber das dauert noch ein bisschen. Ja, stimmt. Man könnte theoretisch auch hier noch ein bisschen an den Daily, an den wöchentlichen Quests arbeiten. 100 Spezialitäten in Lyule sammeln. Da bin ich erst bei 73. Und das Gute ist, man kann die ganzen Bosse und so weiter in der Welt auch besiegen, ohne die Belohnung einzufordern. Dafür braucht man ja diesen, weiß ich nicht, mondförmigen Zeugs da. Gerade bei den Leylines. Die Leylines sind nämlich gar nicht blöd. Die kann man auch ruhig machen, ohne dass man am Schluss die Leyline-Blüte sammelt. Weil bei dieser Leyline, bei diesen Knotenpunkten, immer recht coole Gegner zum Farmen spawnen. Die man immer brauchen kann eigentlich. Das Blöde, wenn man die Blüte nicht erntet, ist halt, dass es dann viel länger dauert, bis neue Leyline-Knoten spawnen. Aber trotzdem, wenn man gerade zufällig in der Nähe ist oder so, oder gerade Bock hat, kann man die auch einfach mal so machen. Auch wenn man nicht vorhat, sich die Blütenbelohnung zu holen. Jojo. Jojo. Ganz genau. So ist das. What? Was ist mit dem Busch los? Busch aus Stahl. Ein Stahlwolle-Busch. Was auch eine schöne Route ist, die ich immer wieder gern mache, die kann man jetzt aber leider, die habe ich heute schon gemacht, die resettet glaube ich nicht so schnell. Wir können mal schauen, ob die so schnell resettet. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, ich habe die heute Morgen gemacht. Weil dadurch, dass man immer nur maximal 120 von diesen Energiewubbeln haben kann, man aber für die tägliche Quest 150 ausgeben muss, habe ich mir angewohnt, dass ich als erstes, wenn ich morgens aufstehe, erstmal meine Energie schnell verbrauche. Und dann startet erst der Tag so richtig, damit abends die Energie wieder einigermaßen aufgefüllt ist, weil sonst kommt man gar nicht auf seine 150. Und das ist wirklich gemein. Das ist das, was ich vorher sagen wollte, was wirklich doof ist. Aber ja, genau. Hätten wir das auch geklärt. Guck mal, hier ist zum Beispiel jetzt eine Leyline gleich in der Nähe. Da gehe ich jetzt hin. Ich hätte theoretisch... Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz nachrechnen. Jetzt passt mal auf. Ich habe theoretisch 2 so Monde, mit denen könnte ich mir meine Energie auffüllen. Ich krieg 60, also könnte ich mir insgesamt 120 wiederholen. Wenn ich den hier mache, kriege ich 100. Das wären 120, 6, das wären 600 Erfahrungspunkte. Das reicht, glaube ich, nicht, oder? Nee. Nee. Gerade nicht. Dann nochmal 600. Naja, dann wird's heute leider doch nichts mehr mit unserem Stufenaufstieg. Aber wie gesagt, hingehen, die Monster hauen und für die wöchentliche Fortschrittsquest zählt es dann als erledigte Leyline. Man muss nicht die mit Original Raisin oder wie der Stoff heißt, looten.
Und im Gegensatz zu vielen anderen Challenge kriegt man hier eben wirklich Monster-Loot. Muss mal ein bisschen mein Team heilen, deswegen mache ich das gerade hier auf die chillige Art und Weise. So, da. Oh, nice. Tada! Challenge complete. Kriegt man für die Schreine mehr Adventure-Punkte? Ich glaube nicht, oder? Da habe ich nie so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Hier kriegt man auch 100. Genau, auf allen Schwierigkeitsstufen. Kriege ich dann für die Bosse wenigstens 200? Weil ich auch... Ja, okay, ich verstehe. Im Grunde kann man sagen, pro 20 von diesen ausgegebenen Monden kriegt man 100 Erfahrungspunkte für den Gildenrang. Genau. Ja. So ist es. Ah ja, genau, hier. Schauen wir mal. Ich glaube aber, die Kristalle sind noch nicht nachgewachsen. Aber ich kann es euch trotzdem zeigen, wenn es euch interessiert. Das ist, finde ich, immer eine sehr schöne Grind-Route. Die kann man einfach mal so, ne, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat, bergab gehen. Man hat ja sowieso jeden Tag die Aufgabe, 10 Erze zu farmen. Und schon allein dafür ist die super gut. Und wenn man dann noch irgendwie Elektro-Charaktere hochleveln will, oder zumindest die Schwertkämpferin, die ich eben benutze, die mit den komischen Katzenohrtöpfchen, dann ist das perfekt. Weil hier spawnen so ziemlich jeden Tag auf jeden Fall. Sind die echt schon wieder da? Ja, anscheinend mehrmals am Tag sogar. Dauert nur ein paar Stunden. Da brauche ich jetzt aber Noelle im Team. Hier spawnen nämlich so große Kristalle. Und in diesen großen Kristallen, wenn man die kaputt haut, ist immer entweder ein Gegner, den man verhauen kann, irgendein Tier, das dann Fleisch oder so droppt, oder eine Schatzkiste. Und nebenbei, die sind aber noch nicht respawned, sind hier überall Erze. Sowohl einfache Eisenerze als auch diese gelben. Genau, das kann man machen. Und komischerweise habe ich bei diesen Kristalltieren nicht so viel Skrupel, die kaputt zu hauen, wie bei wildlebenden Tieren. Das geht so schnell, ich krieg's ja gar nicht mit. Und schon ist es vorbei. Ah ja, guck, hier habe ich zum Beispiel was übersehen. Das ist eine total gemütliche Grindroute. Einfach den Berg runterlaufen, die Steine aufhauen, ein bisschen Erze sammeln. Immer wieder gut. Finde ich schön. Breath of the Bockwurst. Hallo. Kannst du mal ihren Kampfstil zeigen? Also von Kang Qing oder wie die heißt. Sie hier. Im Grunde ist sie ein relativ schneller Schlitzi-Charakter mit einem Teleporter-Angriff. Ich finde diesen letzten Teleporter-Angriff sogar ein bisschen nervig, weil man sich da oft sehr weit von den Gegnern entfernt. Ihr harter Angriff ist dafür super nützlich, wie der halt meistens bei denen ist.
auf der Schultertaste, also ihr normaler Special-Angriff ist, dass sie so einen Elementarbolzen platziert, der dann auch gleich beim Platzieren Stromschaden macht. Drückt man die Taste nochmal, jetzt war ich zu langsam, drückt man die Taste nochmal, teleportiert man sich dahin und macht einen Elektroangriff, was ziemlich gut ist. Und ihre Spezialattacke kann ich dir gerade nicht zeigen, aber das ist einfach in einem Kreis um sie rum ziemlich viel Elektroschaden. Ja, genau. Und wie gesagt, ab und zu sind eben sogar Schatzkisten in diesen Kristallen, was schon cool ist. Na so. Und wenn man will, kann man Schleims töten. Aber dadurch, dass ich nie Tränke mache, oder ich glaube, den Schleim braucht man für Tränken. Dadurch, dass ich nie Tränke mache, was ich vielleicht mal anfangen sollte, würde mir ein paar Sachen wahrscheinlich erleichtern. Farm ich eigentlich Schleim so gut wie gar nicht. Oh nein! Kleines, niedliches Füchschen. Ah, das ist immer das Schlimmste, wenn ich die da kaputt mache in den Kristallen. Was war jetzt da drin? Gar nichts, oder? Ist mir noch nie passiert, aber gut. So, und von hier aus ist es noch nicht ganz vorbei. Hier kann man nämlich noch ums Eck fliegen. Dann ist da unten noch einer. Naja, eine Schatzkiste, keine gute Quote diesmal, aber ich mag das irgendwie. Ich mag diese Farming-Tour mit den Kristallen. Da ist jeder Kristall so eine kleine Mini-Lootbox. Man weiß nie, was man kriegt. Wenn man will, kann man da unten noch ein paar Pflanzenschleims verhauen. Aber will ich nicht. Aber cool, hat funktioniert. Den letzten weiß ich gar nicht. Baidu, wer das ist, den kenne ich, glaube ich, gar nicht. Sagt mir zumindest nichts. Und mal schnell. Aber ich finde auch, es gibt schon von manchen Elementen überproportional viel Charaktere im Vergleich zu anderen. Lisa kriegt mir auch von Anfang an. Steincharaktere gibt es, glaube ich, nur Noelle und die Priesterin da unten, oder? Sonst gibt es, glaube ich, gar keinen. Wenn mich nicht alles täuscht. Im Vergleich dazu. Wind gibt es, glaube ich, auch nur zwei. Na gut, die Protagonistin, die vergesse ich immer. Beziehungsweise den Protagonist, je nachdem. Stimmt. So, keine Ahnung. Was machen? Machen wir noch was? Ich würde echt eigentlich ganz gerne noch 20 lokale Spezialitäten sammeln. Aber ich weiß nicht, wo ich noch welche kriege. Ich habe Liu Haber und hier... Nee, das war's nicht. Hier oben, Quincy Village oder wie das heißt. Das sind gute Anlaufstellen, wenn man so die lokalen Früchte ernten will. Die habe ich heute schon mir geholt. Ich weiß nicht, wo sonst noch gute Plätze sind. Keine Ahnung. Ist eine Säuferin mit Augenklappe, aber mega gut. Das klingt auf jeden Fall interessant, auch vom Charakter. Gibt es relativ viele Charaktere mit Augenklappe, ne? Ich meine, mit der dann drei. Ich finde, für ein Repertoire von 22 Figuren ist das eine ziemlich hohe Augenklappenquote. In einem Spiel, das nicht unbedingt in einem Piraten-Setting spielt, zumindest. Hm.
bin mir teilweise auch immer gar nicht sicher, was als lokale Spezialität gilt und was nicht. Bei Äpfel und so bin ich mir sicher, aber es gibt ein paar so Lotus zum Beispiel, der im Wasser wächst. Ist der lokal oder nicht? Keine Ahnung. Am besten sind immer diese Büsche, diese Chili-Büsche, an denen immer gleich drei Früchte wachsen. Da kriegt man seine lokalen Sachen relativ schnell zusammen. Na komm her jetzt. Irgendwer braucht die Messer auch von meinen Figuren. Ah ja, genau, ich wollte schauen wegen Xiang Ling. Die will ich ja eigentlich auch ein bisschen hochleveln. Die hätte ich schon auch gerne in meinem A-Team. Ich hoffe ja immer noch, dass ich Duken kriege oder wie er heißt. Und dann wäre sie nämlich mein Haupt-Support-Charakter. Und sie ist auch ein guter Support-Charakter für die beiden. Deswegen ist die eigentlich schon wichtig. Ah, okay, da müssen wir die Feuerblume farmen, ein bisschen. Das können wir jetzt nicht machen. Alles andere haben wir genug. Ah, sie braucht tatsächlich Schleim. Na, guck. Na dann. Dann suche ich noch ein paar lokale Pflanzen hier. Wie spät ist es jetzt eigentlich? 9. Oh ja, gut. Ein bisschen können wir noch farmen. Und dann schauen wir uns mal Steve, Minecraft Steve in Smash nochmal genauer an heute. Da habe ich, wie gesagt, noch nicht viel Zeit gehabt, mir den mal anzugucken, genau. Aber er ist ein verdammt verrückter Charakter. Ist schon ziemlich cool geworden. Warum hat mich der getroffen gerade? Ich war einen Kilometer entfernt. Schiebung! Mit dem Loot. Oh, ein Feuermagier auch noch. Sehr gut. Irgendwo haben wir noch einen Sniper oder sowas, oder? Ja, genau. Ich brauche sowieso Pfeilspitzen. Perfekt.
Schatzkiste. Oh, das war sogar eine echte Schatzkiste, die ich noch nicht gefunden hatte. Keine zufällig generierte. Nice, 2 Primo-Champs. Es ist nicht die Welt, aber wenn man denkt, man hat schon so gut wie alles gefunden, dann ist jede Kiste, die man noch entdeckt, ein echter Schatz. Sehr schön. Das freut mich. Wenn ich hier eine Kiste übersehen habe, wer weiß, wie viele Kisten ich vielleicht noch übersehen habe. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder hier in Liyule vor allem, ich glaube Mondstadt ist wirklich ziemlich abgegrast, aber in Liyule finde ich immer wieder so kleine Ecken, wo noch ein, zwei Rätsel sind. Hier noch so eine komische Windblume, die noch nicht ganz abgegrast ist und da irgendwie noch ein Schalterrätsel oder sowas. Ab und zu finde ich noch ein paar Kleinigkeiten, aber naja, viel ist halt leider nicht mehr los. Vorsicht, 一刻都不想多等。